Hallo und herzlich willkommen. Was bisher geschah, ist, dass wir uns mit dem Inverter beschäftigt haben. Und die Kennlinie zur Erinnerung sieht also so aus: Uin, Uout, Uin, Uout. Die fängt also hier irgendwo an, dann geht sie hier so irgendwie runter und dann hier rüber. Und damit haben wir allerhand gemacht. Schwellwertschalter, wir haben das rückgekoppelt, um das zu linearisieren. Und wir haben dann auch zwei Inverter hintereinander geschaltet. Und dann wird natürlich, ich schreibe jetzt UIN und OUT nicht mehr hin, wir wissen, wo das ist. Dann wird die Kennlinie natürlich umgedreht. Das heißt, wenn der Eingang steigt, dann steigt auch der Ausgang. Es gibt wieder hier so eine Umsprungstelle. Und das ist hier ein bisschen steiler. Die Verstärkung hier ist also das Produkt von diesen beiden Verstärkungen der Einzelinverter. Und damit haben wir schon coole Sachen gemacht. Wir haben auch hier Rückkopplungen eingeführt. Das war dann die positive Rückkopplung. Und das gab dann Hysterese, dass diese Umschaltschwellen auseinandergegangen sind. Aber ich habe schon angedeutet, das ist far from being optimal. Also hier sind noch bestimmt ganz viele Sachen nervig. Das erste ist, dass diese Position, die Spannung, wo das hier umspringt, sehr unbestimmt ist. Wenn man mehrere Bauteile hat von derselben, vom selben Chiptyp, dann kann das sehr stark variieren. Und was auch variiert, ist hier die Steigung an dieser Stelle. Also ich hatte mal so ungefähr 40-fache Verstärkung oder minus 40, weil es ja fallend ist. Und hier drüben natürlich logischerweise, wenn man es hintereinander schaltet, genau das Gleiche. Dann, wir haben das gesehen, als wir den Motor mal am Ausgang angeschlossen hatten, diese Ausgangsspannung, die bricht dann auch sehr schnell ein, wenn man da irgendwie 2-3 mA rauszieht, kein Problem, aber 20-30, dann geht es runter und viel mehr ist dann auch nicht möglich. Wir haben also Glück, wenn wir so einen guten Motor haben, der da schon losläuft, aber viele Motoren würden da überhaupt nicht nur noch zucken. Ja, ja, und für diese Probleme oder für diese nicht optimalen Eigenschaften gibt's, und ich freue mich wirklich, dass wir da jetzt endlich hinkommen, ein super Bauelement, und das ist der sogenannte Operationsverstärker. Operationsverstärker. Da gibt es viele unterschiedliche Typen. Wir lernen heute mal den ersten kennen, nämlich den sogenannten einen Power-Operationsverstärker oder auf Deutsch auch Leistungsoperationsverstärker. Und weil das ein super holpriges Wort ist, kürzt man das auch ab als Op-Amp, manchmal auch zusammengeschrieben. Und Op steht für Operation und Amp für Amplifier. Das ist das englische Wort für Verstärker. Operational Amplifier wäre das sozusagen dann im Englischen. Und manchmal findet man es noch kürzer als OP oder auch OPV, Operationsverstärker. Aber OP ist sozusagen die häufigste Abkürzung und Op-Amp ist auch sehr weit verbreitet und sprechen tut man es Operationsverstärker. Okay, ja, welchen Typ lernen wir da kennen? Den TCA0372. Da gucken wir mal kurz hier für alle, die die Materialbox haben. Das ist dieser Typ hier, da steht also Dual Power Operational Amp, also Dual Power Op Amp, TCA0372. Und als kleine Eselsbrücke haben wir hier, das ist nicht so, der Druck ist nicht so duftig, ich mache es gleich nochmal auf den Zettel, das Pin Layout, hier also Pin 1, 2, 3, 4 und Plus und Minus ist an 2 und 4 und die beiden Ausgänge sind bei 1 und 3. Und dann haben wir hier zwei Eingänge, dazu gleich mehr bei Pin 6, 5 und 8, 7. Und man sieht es hier nicht so gut, aber das ist Minus, Plus, Plus, Minus. Also die Minus sind außen oben und unten außen an dem Chip. Und es gibt noch eins, das hat auch 8 Pins und das heißt TLV2372. Hier sehen wir 0372, 2372. Die letzte 2 hat häufig damit zu tun, dass 2 Stück da drin sind. Und oder manchmal ist es auch der erste, die erste Ziffer. Das hängt von der Firma ab. Aber weil der Chip so klein ist, ist TCA oder TLV nicht draufgedruckt.
abdruckt. Und deswegen bitte höllisch aufpassen, sich da nicht zu vergreifen, weil der TLV-2372, der ist zwar kein Power-OP, aber der ist auch ein Dual-OP. Und der sieht aber so aus. Das heißt, der hat eine ganz andere Anordnung von Plus und Ground und die OPs liegen da auch auf eine andere Art und Weise drin. Also hier nochmal eine Abbildung von dem Chip, von der Oberfläche. So muss das aussehen. Ja, sonst geht das Ding kaputt. Nicht aus Versehen den falschen nehmen. Gut, dann zeichnen wir es nochmal sauber auf. Also das ist ein 8-Pin-IC. Hier ist die Kerbe. Hier ist 1, 2, 3, 4. Und hier ist 1, 2, 3, 4. Und hier schließen wir Plus an. Und das hier geht an Ground. Und dann haben wir hier etwas drin. Wir haben das Symbol schon gesehen. So, so und so. Und hier ist Minus und hier ist Plus. Und hier nochmal das zweite. Und hier ist Minus und hier ist Plus. Und hier ist der Ausgang. Okay. Und das Symbol jetzt mal hübsch gezeichnet. Das ist einfach ein Dreieck, so wie bei dem Inverter. Aber hinten ist kein Kringel, weil es eben nicht wirklich invertiert. Und dann hat es zwei Eingänge und die sind mit Plus und Minus markiert. Aber das hat nichts wirklich mit Plus oder Minus zu tun, sondern im besten Fall mit Positiv und Negativ. Das nennt man den nicht invertierenden Eingang, Non-Inverting, nicht invertierender. Und das hier ist der invertierende Eingang, invertierender Eingang. Also auf Englisch Inverting. Und da deutet sich schon an, dass das was mit Inverter zu tun hat. Es gibt aber einige Unterschiede, da wollen wir jetzt gleich drauf eingehen. Das erste ist, dass die hier eigentlich für digitale Schaltung gemacht sind. Das heißt, was ich hier immer so als Problem darstelle, dass diese Umschaltschwelle nicht ganz präzise ist, sondern oder sagen wir immer mal streut, ist natürlich kein Problem. Wenn meine Eingangsspannung immer nur hier und hier sind und die Ausgangsspannung auch immer nur hier und hier, dann ist es nicht so spannend, wo es hier in der Mitte umspringt. Wir haben den quasi ein bisschen, ich will nicht sagen missbraucht, aber untypisch verwendet. Ist kein Problem, kann man machen. Aber die sind eigentlich dafür gemacht, dass die immer in der Sättigung sind, also ganz oben oder ganz unten, auch hier. Der Operationsverstärker hingegen ist eigentlich prädestiniert und dafür optimiert, dass man negative Rückkopplungen macht und dass die Ein- und die Ausgänge alle in einem mittleren Spannungsbereich sind und nicht ganz oben und nicht ganz unten. Wir werden auch gleich noch sehen, dass das sowieso nicht bis ganz oben, bis ganz unten kommt. Also, das hier ist ein Operationsverstärker und der vereint die beiden Kennlinien, die wir mit dem Inverter oder den beiden hintereinander geschalteten Inverter hatten, nämlich wenn ich den so beschalte, dass ich beim, ja, wo fangen wir an? Sagen wir hier, dass ich hier eine Spannung U-Referenz, U-Ref anlege und das hier als Eingang nehme und das hier als Ausgang, dann sieht die Kennlinie tatsächlich so aus wie beim Inverter. Ja. Also das heißt, mache ich es doch mal hier U-In, U-Out und hier ist U-In und hier ist U-Out. Sieht aus wie beim Inverter. Und das hier, diese Spannung, wo das umspringt, das ist tatsächlich U-Ref und die kann man sehr exakt einstellen. Und damit haben wir einen völlig konfigurierbaren Inverter. Wenn also U-In unter U-Ref ist, dann sind wir hier, dann ist der Ausgang High. Und sobald wir über UREF drüber gehen, UIN also größer ist als UREF, ist es hier Low. Also genau die gleiche Kennlinie wie hier, aber ich kann das einstellen. Und tatsächlich ist es bis auf wenige Millivolt genau. Wenn ich hier also 2,7 Volt einstelle, dann wird der wirkliche Umsprung sein bei 2,703 Volt vielleicht, also im Tausendstelbereich, dass es abweichend ist, also sehr präzise. Und diese Verstärkung, also die Steilheit hier, die ist auch extrem hoch. Man nennt das, weil ja hier keine Rückkopplung da ist, die Leerlauf, die Open Loop Verstärkung, also A, die Verstärkung
Open Loop, Verstärkung Open Loop, die Spannungsverstärkung Voltage Open Loop ist tatsächlich 100.000. Ja? Also im Vergleich zu 40 viel, viel, viel höher. Das ist also, wenn man will, wirklich eine Rechtecklinie hier. Das springt dann hier um. Wenn man UIN genau UREF macht, also wirklich einfach zusammenschaltet hier, was kommt dann raus? Dann würde man vermuten, ja, vielleicht hier so ein mittlerer Wert. Aber es gibt da einen kleinen Fehler, einen Offset. Das heißt, wenn die wirklich exakt die gleiche Spannung haben, dann ist es eben um ein paar Millivolt weiter links oder rechts. Das heißt, in der Regel kommt dann entweder hier Plus oder Ground raus. Aber die wesentliche Funktion beeinträchtigt es nicht. Der Umschaltpunkt ist dann halt ein paar Millivolt weiter links oder rechts. Diese Spannung, das nennt man die Offset-Spannung, also um wie viel UIN links oder rechts von UREF dann hoch oder runter springt, das ist also V, Englisch für Voltage, Input Offset, IO, für Voltage von Input Offset, und der ist 5 Millivolt typisch. Ja, kann auch maximal bis zu, Entschuldigung, ich habe mich vertan, das ist sogar weniger, das ist 1 Millivolt typisch. 1 Millivolt typisch, also noch geringer. Und es kann bis zu 15 Millivolt maximal sein. Also das sind doch ganz respektable Werte. Wo der Operationsverstärker ein bisschen schlechter ist als unsere digitalen Freunde, das ist bei den Strömen, die hier reinlaufen. Also das ist nicht so ganz, dass hier nur Picoampere reingehen, sondern es sind hier tatsächlich Nanoampere. Also das ist der Strom, der in die Eingänge reinfließt, also I und dann I für Input und B für Bias, der Bias, der beträgt, wo haben wir es, 100 Nanoampere typisch. Kann auch mal 200 oder 300 sein, aber ungefähr in der Größenordnung, 100 Nanoampere. Also der ist nicht ganz so gut, aber auch immer noch vergleichsweise brauchbar. Aber hier ist natürlich, wie soll ich sagen, der Wahnsinn. Da kann man natürlich gut mitarbeiten. Und diese Genauigkeit war bisher unerreicht. Vor allen Dingen hängt es auch nicht von der Betriebsspannung oder von der Temperatur ab. Also nur geringfügig, aber wir bleiben immer in diesem Bereich hier. Wenn man also das Ding auf minus 20 Grad runterkühlt oder auf 120 Grad aufwärmt, dann sind es vielleicht auch mal eher diese 15 Millivolt. Aber auf jeden Fall im Vergleich zu dem, was wir bisher gewohnt sind, kann man damit hochpräzise Schaltung bauen. Ja, und noch besser, man kann natürlich auch einfach die Anschlüsse vertauschen. Und zwar UREF beim invertierenden Anschluss anlegen. Hier UREF machen, trennen wir das mal ab, und UIN zum nicht invertierenden Eingang reinschicken. Und dann sieht die Kennlinie exakt identisch aus wie drüben, bloß gespiegelt. Also es geht, fängt dann hier unten an und springt dann hier hoch. Und das ist jetzt UREF. Und hier ist wieder UIN und hier UOUT. Ja, und auch hier ist die Steigerung wieder A an dieser Stelle gleich 100.000. Streut auch ein bisschen, aber es ist einfach immens hoch. Ja? Und die Verstärkung hier in dem Fall, die werden wir ja durch Rückkopplung zwischen UIN und UOUT auf einen definierten Bereich zurückholen. Wir erinnern uns, hier bei dem Inverter hat das auch geklappt. Wir haben hier sozusagen Widerstand drüber gemacht. Und damit kann man diese sehr, sehr extrem steile Kennlinie auf einen ganz definierten Verstärkungsfaktor zurückholen. Und das wollen wir auch gleich in einem Beispiel machen. Vielleicht noch die letzte Angabe. Natürlich ist da allerhand Elektronik drin in so einem Operationsverstärker. Das werden wir uns natürlich im Laufe der Videos auch noch angucken, wie das genau funktioniert da drin. Und diese Elektronik da drin, die braucht natürlich auch Strom, auch wenn der Operationsverstärker gar nichts tut. Das heißt, wenn ich also hier Ground und Plus anschließe, dann fließt hier auch ein Strom durch den Chip durch, damit der Operationsverstärker, damit die Schaltung funktioniert. Und das nennt man die Betriebsspannung IB. Und die ist hier typischerweise 5 mA. Okay.
Ja, das gilt für beide OPs zusammen. Und jetzt wollen wir das anwenden. Jetzt machen wir also unsere erste Schaltung damit. Und dazu gucken wir uns ein neues Bauelement an, nämlich den sogenannten, das haben wir also noch nicht gehabt, den lichtempfindlichen Widerstand, den LDR. Das ist dieses Teil. Und wenn wir uns das genauer angucken, dann sehen wir, das hat so eine meanderförmige Struktur. Das macht so eine Schlangenlinie. Und wenn da Licht drauf fällt, dann verändert sozusagen dieses Bauelement seinen Widerstand. Und zwar ist es im Dunkeln sehr hochohmig, also bis in den Megaohm-Bereich. Und wenn Licht drauf fällt, so wie jetzt, dann wird es niederohmig. Und wenn ich jetzt hier einen Schatten auf den LDR drauf fallen lasse, also LDR steht für Light Dependent Resistor, also lichtabhängiger Widerstand, dann verändert sich der Widerstand. Und die Schaltung, die ich hier aufgebaut habe, die sieht also so aus. Wie nennen wir das? Nennen wir das Schwellwertschalter mit LDR. Und der LDR, nochmal, das ist ein Light Dependent Resistor. Ja, lichtabhängiger LDR, lichtabhängiger Widerstand. Und wir machen einen Spannungsteiler. Das heißt, wir nehmen 3K9 und dann unseren LDR. Und der wird einfach durch, wie man bei der LED gehen zwei Pfeile raus, weil die leuchtet. Beim LDR gehen zwei Pfeile rein, weil der das Licht sozusagen empfängt und dann seinen Widerstand verändert. Und dann ist natürlich, wenn wir jetzt hier plus 9 Volt haben, dann haben wir hier natürlich einen Spannungsteiler, das heißt, die Spannung verändert sich. Und zwar, wenn es dunkel ist, dann ist es hochohmig, dann ist es also sehr positiv. Und wenn es hell ist, so wie jetzt, dann ist es niederohmig und die Spannung ist relativ tief. Und damit gehen wir jetzt in unseren Operationsverstärker rein, und zwar beim Plus-Eingang, beim nicht invertierenden Eingang. Und beim invertierenden Eingang machen wir die Referenzspannung hin, und da können wir jetzt einfach ein Poti anschließen, so, 100K, und das können wir so einstellen, dass hier beim hellen Zustand diese Spannung drüber oder drunter liegt, und wenn wir das dann dunkel machen, dann verändert sich diese Spannung und dann sozusagen schaltet es um. Hier hinten machen wir wie gewohnt unseren Widerstand und die LED hin, also blau habe ich hier, das sind auch wieder 3K9, und dann ist hier die Spannungsversorgung für das IC und hier unten Ground. Und jetzt machen wir, wenn wir die Schaltung das erste Mal machen oder das Bauelement, dann schreiben wir es immer noch mal hin. Das heißt, das hier ist Pin 2, Ground ist Pin 4, der Ausgang ist Pin 3, der positive Eingang ist Pin 6 und der invertierende Eingang ist Pin 5. Ja? Okay, und das ist genau das, was ich hier gesteckt habe. Das heißt, ich schließe die Batterie an und wir sehen, die LED ist aus. Jetzt erhöhe ich hier die Spannung am Poti und irgendwann geht die LED gerade so aus. So, hier, ich gehe mal ein bisschen hin und her und man sieht, die LED geht an und aus, und ich mache es so, dass sie gerade aus ist. Und wenn ich jetzt einen Schatten auf den LDR mache, so wie hier, dann geht die LED wieder an. Okay. Ja, und das ist natürlich für die Robotik sehr spannend. Man kann da auch zwei LDRs nehmen oder man kann natürlich auch mit einer anderen LED auf den LDR draufstrahlen und dann hat man so eine Art Lichtschranke. Und man kann natürlich auch den positiven und den negativen Eingang vertauschen. Dann ist es genau umgekehrt. Dann geht die LED an, nicht wenn es dunkel wird, sondern wenn es hell wird, wenn ich im Licht drauf gehe. Also das ist eine sensorische Grundschaltung. Und natürlich gibt es auch andere Bauelemente, die ihren Widerstand verändern. Das heißt, dieser lichtempfindliche Widerstand, der kann auch durch andere Dinge noch ersetzt werden. Vielleicht noch eine Bemerkung.
wenn der Widerstand der LDR auch so im Bereich von 3,94 Kiloohm ist, bei einer mittleren Helligkeit, dann habe ich hier ungefähr 8 Kiloohm oder 9 Kiloohm, sagen wir mal 9 Volt durch 9 Kiloohm. Das heißt, der Strom, der hier in diesem Spannungsteil runterfließt, I, der ist ungefähr 1 Milliampere. Und der Strom, der hier in den Eingang reinfließt, das sind 100 Nanoampere. Also I-Input-Bias sind typischerweise 100 Nanoampere. Und was ist das für ein Faktor? Naja, ein Mikroampere, das wäre ein Faktor 1000. Und 0,1 Mikroampere, das ist ein Faktor 10.000. Und 0,1 Mikroampere sind 100 Nanoampere. Also das hier ist wie 10.000 zu 1. Das heißt, der Strom, der in den Eingang rein oder rausfließt, das ist unklar in welche Richtung, das kann auch streuen, der beeinflusst diese Messung hier nicht. Und das haben wir auch schon gemerkt, belasteter Spannungsteiler, dass wenn wir da eine LED oder was dranhängen, dass das einbricht. Also hier können wir sorgenfrei mit dem Operationsverstärker an beliebige Spannungsteile rangehen, ohne dass die ihre Spannung hier verändern. Da fließt also so gut wie kein Strom raus. Gut, das war die Bemerkung noch zum Eingangsstrom. Und jetzt machen wir eine andere Variante, nämlich jetzt wollen wir mit negativer Rückkopplung einen analogen Buffer bauen. Also Buffer gibt es für digitale Schaltelemente oder für digitale Schaltung, die sollen dann nur 0 und 1 weiterleiten. Aber hier wollen wir für alle Zwischenspannungen den Buffer haben und das nennt man auch Impedanzwandler. Impedanzwandler. Und was ist die Impedanz? Naja, für uns bislang würde ich sagen, das ist der Widerstand. Also der Eingangswiderstand von so einem OP, der ist hoch, sehr hoch, ne, weil es fließt nur ein ganz geringer Strom rein. Der Ausgangswiderstand, der ist extrem niedrig im Bereich von Ohm oder auch drunter und deswegen ein Wandler. Das heißt, kleine Ströme, die hier reinfließen, 100 Nanoampere, stehen großen Ausgangsströmen gegenüber und zwar kann dieser TCA0372, das hatte ich noch gar nicht gesagt, die Knüller-Nachricht ist tatsächlich, der Ausgangsstrom Iout kann bis zu, kleiner gleich, bis zu 1 Ampere betragen. Ja, das ist also, da kann man den Motor anschließen, der hat dann ordentlich Wumms. Ja, also die LED ist für so ein OP eine Lachnummer. Also hier geht gut was. Muss natürlich gucken, dass er nicht die ganze Zeit 1 Ampere fließen, sonst muss man den kühlen mit einem Kühlkörper. Aber gerade für so kurzfristige Geschichten ist es eine schicke Sache. Und das wollen wir uns jetzt hier sozusagen angucken. Also, was machen wir? Wir nehmen den gleichen OP, die PIN-Nummern schreibe ich jetzt nicht mehr dran, und wir führen hier eine Eingangsspannung rein über, über das 100K-Poti und wir schließen den Ausgang mit dem negativen, also mit dem invertierenden Eingang kurz und dann haben wir hier U-Out und hier U-In. Und jetzt nochmal die Bemerkung, der Strom, der hier reinfließt, ist so gering, dass dieses Poti wirklich von 0 bis 9 Volt alles einstellen kann. Und wie funktioniert das? Ich lasse dann auch die LED dran. Ja, wir erinnern uns dran, was wir hier haben ist, wenn wir von dem Eingang nach da hinten gehen, dann ist es tatsächlich eine solche Kennlinie, die hier irgendwo hochspringt. Und wo die hochspringt, das wird durch, Entschuldigung, ich will es genau umgekehrt haben. Man kann es natürlich auch so rum machen, aber mir ist es lieber, man es umgekehrt. Also, so rum hier. Von, nennen wir das hier UREF und das hier UIN und das hier U-Out, ja, also das heißt, unser Regler stellt UREF ein. Das hier ist UREF und von U-In nach U-Out ist es dann invertierend. Das ist diese Kennlinie. Und wenn ich jetzt den Ausgang mit dem Eingang so rückkopple, wie ich das hier gemacht habe, durch ein Stück Draht, dann gilt ja U-Out
gleich UIN oder UIN gleich UOUT, ne? Durch diesen Draht hier. Und das ist, wenn man ins Diagramm geht, in die Kanäle, dann ist es das hier. Ja, das hier ist UIN gleich UOUT. Noch der Vollständigkeit halber, das ist UIN und das ist UOUT. Und der Schnittpunkt ist immer bei UREF. Wenn ich also mit dem Pote jetzt UREF verändere, dann wird diese negative Rückkopplung immer diese UREF-Spannung einstellen. Und deswegen gilt dann logischerweise dann, UIN ist gleich UOUT, das ist aber auch gleichzeitig UREF. Ja? Und deswegen lässt sich das hier in weiten Grenzen einstellen. Das machen wir mal kurz. Der LDR haut ab und wir machen eine Rückkopplung vom Ausgang an den negativen Eingang. Das heißt, das ist hier einmal so quer rüber, sehr übersichtlich. Und das Poti kommt dann nebendran an den positiven Eingang. Und das hier, jetzt ist der Poti-Schleifer an Ground. Und die ersten 2-3 Volt passiert noch nichts, bis 2,7 Volt. Aber dann fängt die LED, hier geht es also los, langsam an zu leuchten. Und dann stärker und noch stärker bis hier oben. Ja? Und es lässt sich also extrem feinfühlig einstellen. Die Spannung am Poti, hier am Schleifer, ist genau die Spannung, die hier hinten aus dem EC wieder rauskommt. Und damit können wir die LED wunderbar dimmen. Allerdings noch eine Besonderheit, nämlich der Ausgang und der Eingang, die funktionieren nicht komplett über den gesamten Bereich. Ich habe es mal nachgemessen. Bei mir ist die Batteriespannung UB zurzeit gerade noch, wo habe ich es mir hingeschrieben? Hier, 8,5 Volt. Also natürlich würde man denken, dass zwischen 0 und 8,5 Volt der Ausgang des ICs, des Operationsverstärkers, sich verändert. Aber was den Eingang oder die beiden Eingänge und den Ausgang betrifft, wenn wir jetzt hier mal den Bereich aufmalen, Eingangsspannungsbereich, Ausgangsspannungsbereich, hier unten haben wir 0 Volt, hier haben wir die maximale Betriebsspannung 8,5 Volt, hier auch 8,5 Volt, 0 Volt und ich gehe mit dem Poti ganz nach unten, dann ist die LED aus und messe dann die Spannung nach, dann ist es tatsächlich 0,5 Volt, was hier rauskommt. Ich komme gar nicht bis auf 0 Volt rum. Das heißt, dieser Bereich ist für mich nicht erreichbar. Da kommt der Operationsverstärker nicht ganz runter. Und wenn ich ganz nach oben gehe, dann komme ich nicht auf die 8,5 Volt, sondern nur auf 7,7 Volt. Das heißt, hier oben fehlen auch noch 0,8 Volt, die nicht ansteuerbar sind. Das liegt an der internen Schaltung des Operationsverstärkers. Alles hat seinen Preis und die vielen positiven Eigenschaften haben natürlich auch einen Nachteil. Und bei den Eingängen ist es so, laut Datenblatt, dass hier oben fehlen uns 1 Volt. Das heißt, selbst wenn der Ausgang das regeln könnte, die oberen 1 Volt, in diesem Bereich funktioniert diese Referenzgeschichte mit der Kennlinie nicht mehr. Den sollte man also vermeiden. Wir haben auch dann edle Operationsverstärker, zu denen kommen wir noch, die den kompletten Eingangs- und den kompletten Eingangsbereich abdecken können, sogenannte Rail-to-Rail-Input-Output-Operationsverstärker, aber die können dann keine 1 Ampere liefern, sondern deutlich geringere Ströme. Also man muss dann genau wissen, was man für die Anwendung braucht und was nicht. Aber fürs Erste und gerade für die Robotik ist unser TCA0372 sehr brauchbar hier als Eingangsschaltung, wobei da gehen natürlich auch andere Operationsverstärker, da brauchen wir keine Ströme. Aber hier kann man anstatt einer LED auch mal den Motor anschließen. Das habe ich jetzt mal nicht vorgeführt, könnt ihr selber ausprobieren. Und dann kann man den wie die LED auch sehr feinfühlig in der Geschwindigkeit verändern. Und damit verabschiede ich mich für dieses Video und freue mich aufs nächste und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!